Grüezi miteinander, ich habe heute hier ein Wemo 66F, Bandung rechts, das heisst Scharnier auf der rechten Seite. Wir können den Schrank jetzt miteinander zusammen umbauen auf Band links. Das heisst, wir machen den Schrank am besten zu, legen den Schrank auf den Rücken legen. Und wir sehen, wir haben hier auf dieser Seite ein Türlager mit zwei Schrauben. Und wir haben hier innen das Türscharnier. Auch mit drei Schrauben. Das können wir hier lösen. Wir können das Scharnier wegnehmen und so lässt sich die ganze Tür wegziehen. Stellt die kurz auf die Seite. Wir sehen es, hier oben haben wir ein Türbolzen, hier einen fehlt. Den Türbolzen können wir aber mit dem Schlitzschraubenzieher, Größe 2, rausdrehen. Und auf der anderen Seite wieder rein drehen, kurz ein bisschen anziehen. Und so wäre die Hälfte von der Arbeit gemacht. Weiter haben wir hier so ein Kunststoffbölzli, das müssten wir rausnehmen und auf der anderen Seite reinsetzen. Weiter haben wir hier unser Scharnier. Und da hat er zwei Stopfen drin. Die Stopfen lassen sich am besten mit dem Japanmesser von der inneren Seite her leicht lupfen. Und dann mit dem Schraubenzieher rauszulupfen. Ideal ist es nicht. Kann ich nämlich gerade abbrochen. Wenn wir da aus der Kamera schon die Bolzen rausziehen mit der Zange. Dann haben wir hier die Kreuzschrauben. Die Kreuzschrauben lösen. Und wir können das Scharnier, wenn wir die zwei Schrauben gelöst haben, wegnehmen. Das Scharnier auf der anderen Seite, auf diesen zwei Löchern, die wir hier haben, wieder anschrauben. Ich habe das Scharnier noch nicht ganz angeschraubt. Wir sehen das hier. Das lässt sich jetzt noch ein bisschen bewegen. Die Türe nehmen wir und schieben sie hier oben beim Scharnier reinschieben. Die Türe hinlegen, ganz aufschieben
und wir können das Scharnier auf dieser Seite weiter montieren. Ich tue die Schraube auch nicht ganz anziehen, sondern nur so ein bisschen fest anziehen, dass wir also das Scharnier noch bewegen können. Das Türlager auf dieser Seite können wir in der Regel fest anziehen. Wir gehen retour auf diese Seite. Wie ihr seht, hier ist die Türe tiefer. Wieder hier. Somit können wir hier das Scharnier ein bisschen lupfen. Ihr seht es vielleicht, wir können hier bewegen. Wir können ein bisschen lupfen und dann die Schraube fixieren. Die Schraube hier kräftig anziehen. Alle drei nochmal nachfassen, kontrollieren, ob sie fest sind. Und den Schrank aufstellen. Und wir sehen, jetzt müssen wir die Türen noch ein bisschen richten. Hier oben steht die Türen an, weil das Scharnier hier ein bisschen schief ist. Das heisst, wir können das Scharnier nachrichten. Die Schraube anziehen. Hier können wir hin und her fahren, dass es hier richtig einhängt. Wir haben hier in der vorderen Position die sogenannte Lüfterstellung. Der Hebel lässt sich hier hin und her schieben. So bleibt der Kühlschrank auf dieser Position offen. Und wenn wir den Kühlschrank überziehen, schließt der Kühlschrank. Hier habe ich die Scharniere ein bisschen gelöst, dass wir es richten können. Die Scharniere ziehe ich auch wieder an. Und schon hätten wir den Schrank umgebandet auf Band links. Da ist jetzt überall die Schutzfolie drauf. Der nächste Schritt. Wir können dieser Kühlbox, dem Kühlschrank einen Einbaurahmen verpassen. Das heisst, wir können die Folie halb reduzieren. Auf dieser Seite tun wir die Folie auch halb reduzieren oder gerade ganz entfernen. Und jetzt setzen wir hier einen Einbaurahmen. Das heisst, der Einbaurahmen kommt so türbündig drauf. Für das müssten wir jetzt aber da und schön auf die Seite stellen. Diese zwei Schrauben müssten wir kurz lösen. Nur lösen, so dass ca. ein halber Zentimeter rausstehen, also nicht demontieren. Wir können somit den Einbaurahmen weiter drüber tun. Die Schraube, die wir vorher gelöst haben, hier oben wieder anziehen. Es sind Schlitze drin. Das heisst, wir können es hier noch ein bisschen nachjustieren. Jetzt sehen wir, der
Kühlschrank ist da bereits montiert. Da ist noch lose. Wir haben Schrauben, das sind sogenannte Packerschrauben. Da sind die Löcher vorgestanzt. Mit einem kleinen Schlag. Reindrehen. Ausrichten. Unten dasselbe. Wir können hier noch etwas drehen. Wenn wir einen Schlitz haben, können wir verschieben. Oben auffixieren. Kühlschrank drehen oder rundum laufen. Hier haben wir auch ein Loch. Teilweise geht es nur mit innen drehen. Wir hätten hier auch noch ein zweites Loch vorgesehen, dass der Rahmen einfach besser hebt. Das Hauptargument ist auf der Seite, wo die Scharnier auf und zu gehen. Jedes Mal, wenn wir ziehen, gibt es einen kleinen Druck. Von dem her auf der Seite die zweite Schraube drunter. Wir sehen jetzt, wir haben der Schrank umgebaut auf andere Bandung. Und jetzt haben wir vorne, hier oben, die zwei Löcher rausgenommen. Und hier setzen wir einfach als optischen Schutz noch eine Chromstahl-Parkerschraube rein, statt einem Kunststoffteil, wo wir vorne zerstört haben. Chromstahl rostet nicht. So haben wir den Kühlschrank umgebaut und haben Band links und nicht mehr Band rechts. Das ist eine Arbeit, wenn man es weiss wie, von 10 Minuten, 15 Minuten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.